Herzlich willkommen zum allerersten Digital Press Day von Reichert Plus Communications. Wir freuen uns wirklich ganz wahnsinnig, dass ihr mit dabei seid. Wir starten direkt mit einem tollen Brand. Gehört zu der Linie der Business und Casual Wear aus diesem Push-Up-BH mit dazugehörigen Höschen. Und wir wollen jetzt direkt schalten nach Toronto. Da haben wir nämlich den CEO und Co-Founder Robin Yates. Hey guys, Robin Yates, Co-Founder of Milbus, coming from headquarters in Toronto, Canada. Super excited today to showcase with you some of the highlights of the photograph. Nein, das funktioniert hier ganz narrensicher. In the Name of Love Kollektion, alle mit Regenbogendetails und teilweise auch mit Glitzer. Kann man sich den auch ins Gesicht machen, also gegen ein müdes Gesicht? Ich bin tatsächlich ein totaler Sonnenbrillen-Freak. Ich weiß gar nicht, wie viel ich zu Hause habe. Finde ich auch gut. Kann aber auch über den Ambient-Mode die Umwelt wieder einfließen lassen. Und ich finde, was dieses Brand geleistet hat in den letzten Jahren, ist wirklich sehr vorbildlich. Ich würde sagen, ein richtiger Klassiker in eurem Sortiment. Und sie fällt auch auf, man sieht die tolle Love-Brand, die das Leben bejaht. Und auch nicht total mag, weil sie etwas bedeutet. Ich danke dir. Danke, lieber Guido. Ich freue mich, Horst, dass du da bist. Vielen und herzlichen Dank erstmal für die Einladung, hier sein zu dürfen. Vielleicht kannst du uns auch mal sagen, was sind denn so die richtigen Schmink-Fails? Eine sehr gute Frage. Ich denke, immer die wenigsten Fehler werden gemacht bei der Auswahl von Farben. Also wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart heute bei unserem Digital Press Day von Reichert Plus Communications mit all diesen tollen Produkten, die wir gesehen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Danke.